Chris Baldisberger, das Positive ist eigentlich, man hat endlich wieder ein Goal geschossen. Und trotzdem hat irgendwie dort nach dem Goal ein bisschen konzeptlos geworden. Ist das so, was am meisten aufregt in dieser Partie? Oder was hat in der Mannschaft jetzt am meisten aufgeregt jetzt sogar nach dieser Partie? Ja, ich glaube, der Unterschied war in diesen Big Shifts, wie du sagst. Ja, ich glaube, Big Shifts sind immer Anfangsdrittel, Ende-Drittel und vor allem nach den Goals. Ich glaube, ja, wir haben einen super Start gehabt, das Drittel war gut. Und nachher, glaube ich, offensiv über das ganze Spiel haben wir uns, glaube ich, unseren Best-Match gezeigt. Und dann nachher ein bisschen kopflos, ja, irgendwie ungestüm gegen Führer gestürmt, der Mann hat ihn gefehlt. Und ja, ich meine, Biel macht es clever, sie wartet eigentlich nur auf das. Und ich glaube, das ist der Unterschied gewesen, ja. Du hast gemerkt, du hast schon anfangs probiert, mit Physis eben ein bisschen All-In-Charakter zu geben. Jetzt ist wirklich All-In für das nächste Spiel. Was kann man noch? Ist jetzt einfach ein mentales Ding? Einfach nochmal alles Vollgas oder ja, noch etwas ändern? Oder wie sieht es jetzt aus? Ja, ich glaube, das Spiel richtig analysieren. Ich glaube, wir müssen uns auf die guten Sachen konzentrieren. Ich glaube, offensiv war das beste Spiel. Und es braucht auch defensive gute Leistung. Ich glaube, das war vorher eigentlich immer gut. Und jetzt müssen wir es einfach zusammenfügen und positiv bleiben. Sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann. Und das ist schlussendlich unsere Leistung. Und wir haben immer noch Chance. Und das ist alles, was es braucht schlussendlich. Und ja, am Ende des Tages ist es eine geile Challenge, die wir annehmen wollen. Merci vielmals.